Willkommen zu einer neuen Ausgabe der News. Das Sinaloa-Kartell ist wohl eines der bekanntesten Kartelle der Welt. Ihr Hauptgeschäft sind Drogenhandel, Geldwäsche und sogar auch Menschenhandel. Da es wichtig ist für die News, erzähle ich euch schnell die Vorgeschichte des Kartells. Vor 1980 gab es eigentlich nur in Kolumbien Kartelle. Sie hatten mit ihren Verbindungen zu Mexiko eigentlich die Oberhand im Geschäft. Doch die Mexikaner dachten sich dann wohl irgendwann, dass mehr Geld drin wäre, wenn sie selber an den Start gehen würden. Gesagt, getan. In den 1980ern formierte sich dann das erste große Kartell in Mexiko. Das Kartell sollte auf den Namen Guadalajara-Kartell hören. Das Kartell wurde von einem Polizisten namens Miguel Gallardo und zwei anderen Partnern gegründet. Das Kartell stieg dann sofort zum mächtigsten in Mexiko auf. Doch im Jahre 1989 änderte sich die Lage schlagartig. Miguel wurde von der Polizei verhaftet und er hinterließ ein riesiges Machtvakuum. Es gab insgesamt 5 Bosse unter Miguel. Und sie stritten sich natürlich um die Führung des Kartells. Aus diesem Streit entstanden dann neue Kartelle, das Sinaloa-Kartell, Golf-Kartell, Tijuana-Kartell und das Juarez-Kartell. Das Sinaloa-Kartell konnte sich dann trotz der starken Konkurrenz durchsetzen. Dann kommt ein wichtiger Name ins Spiel. El Chapo übernahm Anfang der 1980er die Logistik des Sinaloa-Kartells. Dann in den späten 1990ern wurde er der Chef des Kartells. Es soll sich in diesem Video nicht zu viel um El Chapo drehen, weil er bekommt noch ein eigenes. El Chapo wurde auf jeden Fall am 8. Januar 2016 wieder einmal verhaftet und er wurde dann sogar in die Staaten ausgeliefert. Nach dem Fall von El Chapo dachte man sich, dass man das Sinaloa-Kartell entscheidend geschwächt hätte. Doch viele täuschten sich, weil das Kartell schon auf dem besten Weg war, weltweit zu expandieren. Gerade in den letzten Jahren erkannte die Polizei in Spanien das Problem an. In 3 Städten wird gegen das Kartell heftig ermittelt. In Madrid, in Malaga und in Guadalajara. Die Polizei machte sogar am 4. Juni diesen Jahres eine Großrazzia. Das Ziel war eine Familie, die mutmaßliche Verbindungen zum Kartell hat. Diese Familie zog im Jahre 2020 nach Spanien. Spanien ist und war generell eine beliebte Anlaufstelle für Gangster aus Mexiko, denn es gibt keine sprachliche Barriere, da alle Spanisch reden. Das fiel der Polizei aber langsam auf, dass immer mehr Menschen von Sinaloa einwanderten. Die Neuankömmlinge lebten dann aber wie Könige in Spanien, in großen Häusern mit Luxuskarossen. Viele Bürokraten wurden von diesen Gangstern geschmiert, was ihnen zu noch mehr Macht und Sicherheit verhalf. Die Mitglieder des Sinaloa-Kartells gingen natürlich sofort ihrer Arbeit nach und sie eröffneten Grasplantagen. Diese Grasplantagen sind halt nicht mal klein, das sind teilweise riesige Anlagen. Sie nutzten auch die Schmuggelrouten, die über Portugal führten, um das Rauschgift in Europa zu verteilen. Die Polizei arbeitet jedoch mit Hochdruck gegen diese Vereinigung. Es kommt zu immer mehr Razzien, Beschlagnahmungen und Verhaftungen. Das Kartell befindet sich vermutlich unter der Führung eines Mannes namens El Mayo. El Mayo war vor der Verhaftung von El Chapo die rechte Hand von ihm. Heute ist er wahrscheinlich der Anführer des Sinaloa-Kartells und er hat ein Kopfgeld von über 15 Millionen Dollar auf sich. Ja Freunde, das war's mit der heutigen Ausgabe der News. Ich finde es immer interessant zu wissen, was in anderen Ländern so abgeht. Wenn ihr Bock auf Geschichten der Unterwelt habt, könnt ihr gerne ein Like da lassen und den Channel abonnieren. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten. Developing headline tonight, the notorious drug lord El Chapo, who escaped months ago into that mile-long tunnel carved beneath his prison cell with full electricity and a